Oh Mann, fickt euch doch, ihr verfickten scheiß Capcom-Fick-Ficker! Und weiter geht's. Ja, sind wir mal gespannt. Der Rage-O-Mat ist ja jetzt aus, wie weit wir jetzt kommen und was uns in diesem Level erwartet. Ich meine, schlimmer kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Und naja gut, meistens wenn man sagt, schlimmer geht's ja gar nicht, dann kommt's schlimmer. Haha. Das ging doch ganz gut. Ja, da musst du natürlich von Mode 7 wieder hier, da wird mir ja schon schwindelig, ey. Von Mode 7 Gebrauch gemacht werden. Warum bin ich eigentlich nackt und hab trotzdem den Laser? Ah. War wohl noch, weil ich den Rage-O-Mat vorhin ausgeschaltet habe. Scheiße. Aber jetzt dürfte wieder alles normal sein. Ja, 1, 2, 3. Level 4 ist das. Level 4. Ich habe mich nämlich vorhin irgendwie versprochen in der vorherigen Level. Da habe ich gesagt, wir haben noch nicht mal Level 2 geschafft, aber wir hatten den Level 2 ja schon. Ey, ja klar, wenn ihr auf einen Spitzengegenstand an die Seite kommt, stirbt ihr oder schneidet euch, ist klar. Das ist wieder Capcom-Logik. Ha. Nee. Hier nehme ich bestimmt nicht die Axt. Das könnt ihr mal ganz gepflegt vergessen, ihr Spacken. Dann müssen wir halt etwas früher losspringen, so. Und können aber eigentlich froh sein, dass wir an einer stumpfen Decke nicht kaputt gegangen sind. Ha. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt super gelaufen. Aber erfahrungsgemäß wissen wir ja, wenn es super läuft, dann kommt irgendein Scheiß und dann läuft's scheiße. Voll die Waldmeisterfee. Nein, das habe ich nicht gesehen, dass da oben auch Spikes sind. Scheiße. Oh, nein. Nein! Oh, fuck, fuck, fuck! Boah, das ist doch echt zum Kotzen. Boah, warum gibt ihr mir da nicht einfach eine schöne, glänzende, grüne Rüstung? Stattdessen passiert so ein Scheiß. Ja, ist klar. Öfter mal was Neues. Jetzt kriege ich natürlich auch nicht meine grüne Rüstung wieder. Scheiße, ey. Ja, jetzt kriege ich noch nicht mal eine neue Rüstung, sondern so eine blöde Sichel wollt ihr mir andrehen. Das könnt ihr euch mal getrost in den Arsch stecken, ihr kleinen Capcom-Huren. So, jetzt gebt mir hier doch einfach eine schöne Rüstung. Ich mache die jetzt einfach nicht auf. Und dann kommt ja was anderes, denke ich mal, in der nächsten Kiste.
Ist ja auch so, wenn man das mit dem Magier macht, ne? Vielleicht klappt das ja so, wie ich es mir denke. Aber meistens tut es das ja nicht. Machen wir uns nichts vor. Also jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ist hier nicht vorhin so ein komischer Djinn wieder aufgetaucht? Wollte schon sagen. Da unten dümpelt der doch schon vor sich hin. Oh. Ja! Ey, boah, ist das eine verfixte Scheiße hier! Man kann sich auf nichts einstellen, weil immer wieder was anderes passiert. Ja! Was hätte er da jetzt gerne gehabt, ne, wenn ich jetzt draufgegangen wäre? Ja, toll, bringt mir alles nichts. Ich bin jetzt gleich sowieso wieder tot. Warum spiele ich das Spiel eigentlich? Warum strenge ich mich eigentlich an? Ja! Ist klar! Wenn ich das am Rand berühre, dann sterbe ich eh. Also muss ich versuchen, so weit wie möglich drüber zu springen. Aber dann berühre ich es ja am Rand, während ich weit drüber gesprungen bin. Boah, nö. Ich habe keinen Bock. Soll er mich direkt kaputt machen? Ohne Scheiß, sonst rege ich mich nachher auf, dass ich so weit gespielt habe. Und irgendwo hört der Spaß auch auf. Behindert. Scheiß Axt da. Scheiß Axer. Nein, wir wollen ja nicht gegen Versicherungen hetzen. So, lass ich einfach. Oh ja, ist klar. Boah, seht ihr, die finden immer wieder was Neues, wo sie mir die Rüstung kaputt machen können. Das Geile ist, dass ich das jetzt hier vor Zeugen habe und mir das Ganze trotzdem nichts nützt. Scheiß drauf, nehme ich halt jetzt die Kacke hier. Kann ich mich wenigstens gemütlich hier hinstellen, Kaffee trinken und dabei alles töten. Boah, treffe ich beide gleichzeitig. Na, gucken wir mal, was wir diesmal gekriegt hätten. Klar, als wenn ich diese dumme Sichel wieder nehme. Die kann ja gar nichts, das Scheißding. Oh Mann, fickt euch doch, ihr verfickten scheiß Capcom-Fick-Ficker! Da gehe ich jetzt nicht ran. Jetzt gehe ich da dran. Hui, hui, habe Bautze gemacht. Ich kann mich darüber einfach nicht mehr aufregen. Es geht nicht. Jawohl. Fuck you in your face!
fick dich in dein Gesicht. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Egal. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt die Frust von ganz allein. So, das sieht doch jetzt diesmal gut aus. Mal gucken, was ich... Ja, guck mal, dann schicken sie nämlich direkt hier den nächsten Spacko hinterher. Ja! Willkür ist ein schönes Spiel. Nein! Ey, boah, ey, fickt euch, ihr verfickten Scheiß-Klatschweiber von Capcom, ey. Ich könnte euch so in die Fresse wichsen, weil ich so sauer bin. Oh, ey. Trifft der eine nicht, trifft der andere. Wie soll man denn da vorbeikommen? Verdammte Scheiße, ey. Einfach nicht drum kümmern. Einfach lächeln und weitergehen. Ein bisschen sieht der Kopf von Arthur aus wie der umgekehrte Kopf von Guybrush Threepwood. Ne? Wären die Haare jetzt kein Bart? Ja, toll. Da wäre jetzt eigentlich eine grüne Rüstung gekommen. Aber ich muss ja kurz vorher nochmal irgendwie irgendwo berührt werden. Boah, ey. Manchmal tut's weh. Ihr merkt schon, ich bin jetzt so ruhig, weil innerliche Resignation stattfindet. Wenigstens ist die Musik schön. Nein! Boah, jetzt wäre ich ausgerastet. Ohne Scheiß. Jetzt wäre ich richtig ausgerastet. Pech für euch, aber... Fuck you! Fuck you, du scheiß Kack... Djinn-Viech-Kack, was du auch immer bist, du... Ich kann's nicht in Worte fassen, ey. Ohne Scheiß. Man kann da gar nicht ausweichen. Wie soll man das denn machen? Ey, Scheiße. Ihr merkt schon, jetzt schnell Durchlauf. Boah, ey, fick dich, du Scheißding! So, ich wollte gar nicht mehr leben. Ich habe gar keinen Spaß am Leben in dem Spiel. An liebsten würde ich die ganze Zeit nur sterben. Sterben ist schön. Nein, jetzt habe ich auch noch dieses scheiß Sicheldingen. Guck mal, den kann ich jetzt da oben gar nicht. Den treffe ich gar nicht. Ach so, ich habe ja Doppelspruch. Toll, bringt mir trotzdem nichts, diese Kacksichel. Eine grüne Rüstung, das wär's gewesen. Aber mit der Sichel... Ey...
Da treffe ich noch nicht mal die jetzt da oben. Ja, so einfach ist das. Ah. Aber jetzt mit der Kacksichel habe ich die grüne Rüstung. Ey, ich fasse es nicht. Das ist sowas von sinnlos. Wo lang? Da lang. Okay. Das hasse ich immer, wenn man irgendwo... Hä? Was ist denn jetzt? Endgegner? Nee. Ich wollte schon sagen. Nein! Ach, ey. Egal, Hauptsache weiter. Hauptsache weiter. Die Hälfte vom Level haben wir geschafft. Jetzt bräuchten wir nur noch eine anständige Waffe. Und nicht so einen Kack hier, den ich habe. Ey, wie kann das sein? Warum, ja? Warum kann so ein kleiner Windstoß, der irgendwo rauskommt, eine ganze Ritterrüstung wegfegen? Wo ist denn da bitte die Logik? Und es reicht ja nicht, dass man die Rüstung verliert. Man muss ja auch noch wieder zurückgeschmissen werden. Oh nee. Auftauchende Plattform. Da, wo? Wie? Wie hätte ich denn jetzt ausweichen sollen? Wie wär's mal mit einer Schatztruhe vielleicht? Vielleicht rege ich mich auch manchmal zu sehr auf, aber zu Recht. Du Viech, du stirbst. Ey, ich war gebückt. Das Vieh, das konnte mich gar nicht treffen. So, ich bin nackt und ich weiß ganz genau, selbst wenn ich es jetzt zum Endgegner schaffe, stehe ich dem nackt vor, ja, dann sterbe ich. Man kann auch nicht wegrennen, weil die Scheißviecher schneller sind als man selbst. Dann stehe ich nackt vorm Endgegner, sterbe und darf wieder alles von vorne machen. Das ist nicht motivierend. Und ich lerne Motivation in der Schule. Also da kann mir keiner was erzählen. Motivieren der Mitarbeiter. Intrinsische und extrinsische Motivation. Verschwindet die Scheiße hier auch von selbst wieder? Ja, ist klar. Ausgetrickst. Wie wär's mal zwischendurch mit einer neuen Rüstung? Nein, die kriegst du nicht, denn dann wär das Spiel doch viel zu einfach für dich. La la la. Ich glaube, ich habe den Text schon ganz gut erwischt, oder? Man sollte es super Frustenghouls nennen. Oder Frustengoblins. Super Frustengoblins.
Warum rennt er denn weg? Hat er Angst vor mir oder was? Nein, hätte ich mich bücken müssen. Scheiße, Bot, bitte lass mich wenigstens da anfangen. Bitte nicht in die Mitte vom Level. Nein! Och, ey, Leute, gib mir doch wenigstens eine anständige Waffe. Nein! Jetzt bin ich wieder nackt beim Endgegner. Das ist so unfair. Ja, ja, ja. Oh. Oh, das habe ich jetzt diesmal gut gemeistert, finde ich. So, gebückt bleiben. Jawohl. Sehr schön. Jetzt wäre ich fast... Boah, da hätte ich mich jetzt so geärgert, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre. Boah, ey. Alter Schwede. Oh Mann! Die fliegen, wie sie wollen. Scheißvieh, verrecke. Verrecke im Uterus der Unterwelt. So. Nackig gegen den Endgegner ist ja immer eine gute Sache. Nein! Auch warum dann schießt er auf einmal zwei? Ey, ich könnte so kotzen! Diese blöden Spielregeländerungen, die Capcom immer während man spielt selber vornimmt, ey, das ist doch echt. Das ist zum, so zum Kotzen. Ey, ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich möchte. Ja, und ich spring. Ey, normaler. Fuck you. Boah, ey! Ich reiße gleich die Bude ab. Gut. Das Blöde ist, ich kann jetzt noch nicht mal hier so durchrushen durch den Level. Weil ich auf diesen blöden Plattformen immer festhänge. Nein! Oh Mann! Ey, fuck you! Das ist noch nie vorher passiert! Das beruht aber auch auf dem Willkürprinzip irgendwie, ne? Mal geht das nicht. Ich sag ja, das macht immer, was das will, das Spiel. Nein! Jawoll! Endlich mal mit Rüstung weiter! Aber nein, jetzt passiert bestimmt wieder irgendwas anderes. Ne? Dass jetzt nochmal so sich. Ah ne, kamen immer zwei Flugdinger, muss ich jetzt zugeben. Da, 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 da.
Mit Rüstung beim Endgegner. Grüne Rüstung wäre natürlich noch schöner gewesen. Vielleicht können wir noch einmal zurückspringen oder so. Nee, geht natürlich nicht. Warum schießt er jetzt schon zwei Feuerbälle? Hat er vorhin aber nicht gemacht. Was ist jetzt los? Oh nee! Was ist denn hier los? Wieso können die das? Sie können es, weil sie es können. Oh. Naja gut, einen haben wir immerhin schon kaputt. Ja, nein! Ach, komm. Da ist doch nur Verlängerung von dem sein Tod. Blöder Ficker. Ey, warum kann ich ihn nicht treffen? Jawohl! Fick you in your face!